Lilo, heute mal ein etwas längeres Video. Ich habe meine Linux-Welt mal vor kurzem wieder bekommen. Und normalerweise mache ich ja so Ubuntu-lastige Videos wie hier. Ubuntu 13.10 hatte ich jetzt letztens getestet und jetzt wird es mal wieder Zeit, auch mal was anderes zu zeigen. Gucken wir mal in VirtualBox rein. Was haben wir denn da? Linux-Welt. Da sind verschiedene Linux-Distros drauf. Ne? Ich habe das hier mal in skalierten Modus gemacht, damit man das groß sieht. Linux Mint 15, Debian 7, XFCE, Magaira 3 KDE, Body Linux 2.3.0, Antergos, Aptosit, OpenSUSE, Parted Magic und so weiter und so fort. Gut, machen wir mal mit Linux Mint 15. Machen wir mal einen sicheren Grafikmodus, ansonsten hatte ich da leichte Probleme. Gut, mache ich hier im VirtualBox, deshalb sieht das alles ein bisschen verzerrt aus, aber das macht ja hoffentlich nichts, ne? Linux Mint. Basis ähnlich wie Ubuntu. Benutzt dann auch ähnliche Quellen. Hat dann aber schon vorinstallierte Codecs für diverse Sachen. Und wird deshalb schon gerne genutzt. Hat also auch kein Unity Panel, ne? Kein Unity Starter, der einige stört oder den einige nicht so mögen. Das dauert jetzt einen Moment, bis der startet. Ich mache das hier live an der Farm. Ich habe das zwar schon auf die Festplatte kopiert, aber es dauert trotzdem noch. Gut, durch die Virtualisierung habe ich jetzt hier keine 3D-Effekte drin. Macht aber gar nichts. Gut, wie gesagt, wenn das jetzt ein bisschen breiter aussieht, liegt das am gestreckten Modus von VirtualBox. Gut, was haben wir hier an Dateimanager-Hilfe über? Da haben wir eine Linux Mint-spezifische Lösung, Nemo heißt er hier. Gut, er sieht aber dem Dateibrowser Nautilus recht ähnlich. Wir haben hier aber die Möglichkeit, zum Beispiel größer, kleiner zu machen. Finde ich gut. Und hier heißt der Desktop noch Desktop und das finde ich sehr schön, sehr schön. Was hier fehlt im Gegensatz zu Ubuntu 13.10 ist hier mittlerweile noch mit Server verbinden drin. Ne? Da gibt es extra Symbolchen. Ob man das haben muss oder nicht, ist jetzt Geschmackssache. Wie gesagt, wenn das jetzt ein bisschen verzerrt und breit aussieht, ich benutze hier den gestreckten Modus, dann macht das so breit, wie es eben so ist. Terminal. Was haben wir für ein Terminal? Help. About. Das ist das GNOME Terminal. Gut. Was haben wir für eine Version? Uname vom Kernel. Minus A. 38019. Das dürfte so ähnlich sein wie Ubuntu 13.04, das vom Kernel her zumindest. LSB Release minus A. Man sieht, das LSB Release funktioniert ja auch ähnlich wie bei Ubuntu. Linux Mint 15 und Codename ist hier Olivia. Sehr schön. Und das ist dann der sogenannte Cinnamon Desktop. Was haben wir hier? Hier haben wir so einige Symbolbildchen schon mit drin. Da kann man sich zum Beispiel wieder ausschalten, beziehungsweise PC. Gut, Internet, was haben wir da? Da haben wir Firefox. Gucken wir mal, welche Version es da ist. So ähnlich mache ich das jetzt mit anderen Distros auch, damit man mal einen aktuellen Vergleich hat. Wir haben hier Hilfe über Firefox. Wir haben die Version 20 drin. Die ist recht aktuell, das ist okay. Voreingestellt ist hier Yahoo zur Suche, weil irgendwo gibt es auch eine Verbandelung zwischen Linux Mint und Yahoo. Gut, DuckDuckGo kann man ja auch einstellen. Oder wer will, nicht Google, ne? Nicht Google. Also gut, es geht dann vielleicht nur über Tricks. Gut, irgendwie hat man das da ausgeschlossen. Ist mir schon mal aufgefallen. Wahrscheinlich, weil man irgendwie mit Yahoo verbandelt ist. Macht ja nichts. Kann man ja machen. Dateien, wie gesagt, hatten wir. Dann haben wir im Zubehör Archiv Manager. Was ist das für ein Ding? Schauen wir mal rein. Ich muss mich jetzt auch erstmal durchzappen, was alles dabei ist. Help. About. Archiv Manager. Archiv Manager für GNOME. Damit kann man dann halt Archive entpacken. So, Zubehör. Calculator ist der Taschenrechner. Dateien, Disks ist die Laufwerksverwaltung. Terminal, Tomboy, Notizen, USB Image. Aufzeichne einen bootfähigen USB-Stick erstellen. Steht hier unten drunter immer so eine kleine Beschreibung, wenn man auf dem Symbol ist. Systemwerkzeuge. Dist,
Usage Analyzer, also die Auslastung der Festplatte, analysieren. GDB-Paket-Installationsprogramm. Das ist gut, wenn man mal aus einer externen Quelle irgendwo aus dem Internet was runtergeladen hat, ein DEP-Paket, dann kann man das damit installieren. Also man hat hier nicht das klassische Ubuntu Software Center, sondern ein anderes. Hier hat man ein System Monitor. Ressourcen, wie gesagt, sieht so aus. Ich bin hier in der virtuellen Maschine und deshalb sind die Ressourcen hier ziemlich hoch ausgelastet. Und weil auch anstelle des 3D-Grafikkartentreibers jetzt die CPU genommen wird, macht aber nichts. Hauptsache, wir sehen mal, was da alles so dabei ist. Screenshots, Systemwerkzeuge, Systemeinstellungen. Sehen wir hier. Übrigens, die obere Leiste, die so blau ist, ist von meinem Originalbetriebssystem. Nicht, dass ihr euch da irritieren lasst. So, Themen haben wir da. Themen haben wir so unter Ubuntu so nicht. Ne? Mehr online holen. Themencache von 153 Files. Das man so unter Ubuntu nicht. So, während das da so macht. Brasero haben wir zum Beispiel ein CD-Brennprogramm. Audio, Lautstärke ändern. Dann Datensicherungswerkzeug. Ist das DJ-Typ? Ich glaube es nicht. Ne? Ich glaube, die haben ihr eigenes, oder? Schauen wir mal. Backup. Sicherungsdateien. Sichern Sie Ihre Dateien. Softwareauswahl sichern. Sichern und wiederher about. Was ist denn das denn jetzt? Haben die ihre eigene Backup-Lösung? Ich meine ja. Mint-Backup, ja. Genau, die haben also nicht dieses DJ-Chip. Was dabei, Ubuntu dabei ist, so. Dann schauen wir mal GIMP. Welche Version von GIMP ist schon mit drauf? Im Hintergrund lädt er immer noch so ein bisschen nach. Das ist noch ein GIMP 2.8, das ist gut. GIMP 2.8 mag ich deshalb, weil es einen Button mehr hat, nämlich den sogenannten Einzelfenstermodus. Jetzt sieht man nämlich warum. Weil das Aufsplitten in drei verschiedene Fenster mich immer irritiert. Windows, Single Window Mode. Gut, durch das Nachinstallieren der entsprechenden regionalen Sprachdateien hätte ich das auch auf dem Deutsch. Ne? Und hier innen drin könnte man dann ein neues Bild erzeugen. Deshalb finde ich GIMP 2.8 besser als die Vorversionen. Gut, LibreOffice ist schon drin. Das ist bei manchen Linux-Versionen halt nicht standardmäßig. Da ist dann oft nur das abgespeckte AbiWord drin. LibreOffice, gehen wir mal, wir könnten mal gucken, welche Version das sein könnte. Unter Ubuntu 13.10 war jetzt LibreOffice 4.0.22, glaube ich. Schauen wir mal. Warten wir mal ab. Der lädt aber lang mit dem Themen. Ne? Der hat wahrscheinlich viele. About LibreOffice. Version 4.0.22, also ist identisch. Ne? Gut, dieselbe Version. Sehr schön. So, dann haben wir drauf, was haben wir denn drauf, habe ich denn drauf? Image Viewer, Pidgin, Screenshots, Simple Scan, Softwareverwaltung. Ne? Gut, bei Linux Mint finde ich ein Software Center ohne Spam. Ja gut, unter Ubuntu hat man dauernd diesen oberen Balken, ne, wo dann noch so kommt unsere Empfehlung und Tipps und weiß der Teufel was. Also das ist so ein bisschen zugemüllt, aber gut, dafür hat jetzt Linux Mint sein Yahoo und damit hat seine Ruhe. Gut, Softwareverwaltung sieht so aus. Braucht jetzt einen Moment, im Hintergrund lade ich ja noch einen anderen Krempel nach. Ein bisschen langsam im Moment, aber ist ja egal. Wären Sie eine Kategorie, wie gesagt, hier gibt's dann nicht dieses zugespammte Ding. Was passiert, wenn ich hier nach Steam suche? Steam. Passiert was? Vielleicht mal Enter drücken. Funny Boards? Nee. So jedenfalls nicht. Gut, müsste man dann vielleicht von der Steam-Seite runterladen mit dem GDB-Paket. Jetzt gehe ich ins Laden. Oder haben die das mittlerweile auch vielleicht hier drin oder nicht? Schön, Wine. Ego-Shooter. Oh, das Ego-Shooter. Sauerbraten. Der Sauerbraten. Sehr schön. Und die anderen sind auch prima. Also hier finde ich mich besser zurecht. Ne? Also das finde ich besser als unter Ubuntu. Das ist mir zu gespammt mit Werbung. Gut, hier gibt es dann verschiedenste Themen. Genau.
Nehmen wir mal das. Können wir das anklicken hier? So, ich habe das noch nicht installieren oder Update gewählt. Jawohl, genau. Mhm. Close. Tut sich dann was? Tut sich gar nichts. Ja, müsste ich nochmal kritisch hinterfragen, was das jetzt sein soll. Also eingängig ist es nicht. Hier ist Hintergrundbild. Das ist schon mal schön. Cool Blue Water, das ist doch nett. So, das gefällt mir gut. Was ist das hier? Einstellungen? Leistungsbearbeitungsmodus off, Einstellungen. Mhm. Themen, Mini-Anwendungen. Also irgendwie muss ich da noch, das hatte ich letztens schon probiert, mal gucken, wie man die überhaupt aktiviert. Also hier ist immer so ein grüner Punkt, was an ist, gesperrt oder nicht. Und da kann man noch mehr online holen. Und dann entsprechend Mini-Anwendungen noch hinzufügen. Also irgendwie geht's bestimmt, vielleicht liegt's an der Live-CD, dass ich da nicht sofort drauf komme. Bin ich zu blöd dazu. Was ganz nett ist, Windows Wireless Drivers. Ne? Manche haben vielleicht Probleme mit WLAN, ne? Haben exotischen WLAN-Treiber, wo nur ein Windows-Treiber dabei ist, dann können sie den nehmen. Gut. Ansonsten Systemverwaltung, Firewall-Konfiguration. Was haben wir da für eine Firewall-Hilfe? About. GUFW haben wir da. Version 13.04. Grafische Benutzeroberfläche für UFW. Bis 2013. Copyright. Gut, also das hier mit dem Ding hat bei mir sowieso nie funktioniert. Ist aber ansonsten ganz hübsch gelungen. Also mir gefällt eigentlich nur die voreingestellte Yahoo-Suche am Mint-System nicht. Aber, na gut. Prism, ne? Prism. Gut. Gehen wir mal aufs nächste. Gut. Steuerungsrechts und C. Dann ist es eigentlich wieder, ja, dann ist es wieder so. Gut, vielleicht lasse ich dann in der Größe, dann ist es vielleicht ein bisschen skalierter. Gut. Ausschalten. Dann starten wir mal das nächste Ding.